ich allein hier. Ich habe einen Fötus bei mir. Ja! Leute, keine Ahnung, das muss auf dem Weg hier hoch passiert sein. Ist krass, oder? Ja, frag mich mal, ich hab's auch aus der Bild-Zeitung erfahren. Ich krieg jetzt, ist eine crazy Zeit jetzt für mich, möchte ich sagen. Ich kriege jetzt viele Tipps übrigens, überall. Und da frage ich mich mal wieder, warum sind wir Frauen eigentlich zueinander immer so scheiße? Weil, vor allen Dingen, wenn eine schwanger ist. Weil ich höre jetzt die ganze Zeit nur, ja, warte mal ab, ja, warte mal ab. Ich werde immer gefragt, wie geht's dir? Und ich sag, mir geht's super, top. Und dann kommt, ja, warte mal ab, warte mal ab. Da wird noch richtig scheiße. Hast du Schmerzen? Nö, ich hab eigentlich keine Schmerzen. Ja, warte mal ab, warte mal ab. Irgendwann hast du Wasser in den Beinen, da wird richtig scheiße, wird richtig scheiße. Und, wie schläfst du, bin ich letztens gefragt worden. Ich so, super, top. Ja, warte mal ab. Warte mal ab, bis das Baby kommt, du wirst nie wieder schlafen, nie wieder. Es wird alles total schrecklich. Aber vorher sind es genau die, die gesagt haben, oh mein Gott, mach auch Babys, oh mein Gott. Es ist so ein, wirklich, das macht dein Leben so viel schöner. Aber sobald du schwanger bist, so, welcome to hell. Ja, cool, da bin ich. Ich muss jetzt auch immer so meine Hand so auf den Bauch legen. Das ist das internationale Zeichen für schwanger. Ohne Hand, fett. Mit schwanger. Fett, schwanger. Fett, schwanger. Und alle, die jetzt Fotos von mir machen, wollen auch extra, dass ich die Hand da so hinlege. Mach die Hand dahin. Und ich mal so. Ich komme immer so ein bisschen dumm vor. Ja, okay. Schon am Anfang, weißt du, wo da gar nicht so viel war. Mach die Hand hin. Vor allem, ich komme mir so dumm vor, weil ich habe gelesen, das Erste, was bei einer schwangeren Frau den Bauch anschwellen lässt, ist gar nicht das Kind, sondern der Darm. Wegen Hormone, keine Ahnung. Das heißt, alle Frauen, die so ganz am Anfang so Fotos machen, wo die sich so den Bauch streicheln, die streicheln eigentlich ihre eigene Kacke. Oder ihren eigenen Furz. Jetzt finde ich es schon wieder witzig. Oh Schatz, komm schnell, ich spüre schon was. Ich glaube, es sind Erbsen. Mein Gott, wie lustig wäre das, oder? Wenn das gar kein Kind wäre, sondern einfach nur ein immenser Furz. Das könnte sein. Leute, die Ultraschallbilder waren mega unscharf. Das kann alles sein. Stell dir mal vor, es ist einfach nur ein Furz. Und irgendwann, du hast einfach ewig eingehalten. Irgendwann kriegst du natürlich Schmerzen und sagst so, Baby, ich glaube, es geht los. Wir müssen zum Krankenhaus. Und der so, alles klar, schreibt der Familie, es geht los. Wir waren zum Krankenhaus. Und dann kommst du so in den Kreissaal, alle so pressen. Und du so, seid ihr sicher? Okay. Und dann kommt einfach der größte Ballermann, den du je in deinem Leben rausgelassen hast. Du presst und dann... Dem Arzt fliegen die Haare, alle so, wow, damit haben wir nicht gerechnet. Is it a boy? Is it a girl? No, it's a fart. Es wäre schon ein bisschen schade, aber ich wäre auch stolz. Ich glaube, ich würde dem trotzdem einen Namen geben. Geil wäre auch bei Kaiserschnitt, oder? Wenn die so mit dem Skalpell so reinpiekst und ich fliege wie so ein Luftballon. Ist es, findet ihr das ein bisschen unreif, diese Gedanken, die ich habe? Ich weiß, was ihr denkt. Ihr habt doch gelesen, die Kebekus ist schwanger. Das Erste, was ihr dachtet, war, was? Jetzt schon? Ist das nicht viel zu früh? Ja, ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir. Manchmal habe ich wirklich so Gedanken, ne? Schaffe ich das alles? Bin ich bereit dafür? So eine krasse Veränderung. Und ich habe natürlich auch Schiss, Leute. Ich glaube, am meisten Schiss habe ich davor, dass ich plötzlich keine Witze mehr über fette, hässliche Kinder machen kann. Das ist, ey, das ist für mich eine Berufsunfähigkeit. Dagegen ist doch niemand versichert. Aber ich habe natürlich auch Angst, dass ich Fehler mache. Ich meine, da kommt ein kleiner Mensch, da kommt so ein Menschli. Das kann ja gar nichts ohne mich. Ich habe ja die volle Verantwortung. Nicht nur, dass es überhaupt überlebt,
sondern auch, dass es ein okayer Mensch wird, oder? Im besten Fall niemanden zerstückelt, keine toxischen Beziehungen anfängt. Weil das ist am Ende immer die Mutter schuld. Aber wahrscheinlich machst du dauernd Fehler, oder? Merkt man gar nicht. Man macht irgendwas und schon traumatisiert. Entschuldigung, schon wieder Trauma. Wahrscheinlich ist es mit Kindern wie mit Pfannkuchen, oder? Der erste wird immer scheiße. Ja, der ist gut. Den kann man essen. Gut, vielleicht finde ich das auch alles so krass, weil, okay, kann sein, ich bin ein bisschen late to the party. Es kann sein, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich finde, es ist ein bisschen schwierig, als Frau da mitzukommen. Weil unser ganzes Leben lang hören wir nur in Bezug auf Kinder, pass auf, pass auf, du musst verhüten, du darfst auf keinen Fall schwanger werden, dein Leben ist vorbei, wenn du schwanger wirst, du musst verhüten, 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 pass auf, nimm Kondome, nimm die Pille, nimm 2, 3 Kondome, doppelt hält besser, auf keinen Fall darfst du schwanger werden, dein Leben ist vorbei. Irgendwann bist du Ende 30, alle, wo sind deine Kinder, wo? Krass. Wie? Ich dachte, pass auf. Nein, jetzt, tick-tack, tick-tack. Ach so, okay. Ich war noch bei pass auf. Ich hab das so drin gehabt, wirklich. Das Erste, was ich dachte, als ich wusste, ich bin schwanger, war so, ich dachte, Alter, meine Eltern, die flippen aus. Sind auch ausgeflippt. Aber es stimmt schon, meine ganzen Freundinnen, die haben alle vor 10, 15 Jahren Kinder gekriegt. Aber da, ey, da war ich noch jenseits von Gut und Böse. Die haben schon Familien gegründet, da habe ich noch meine eigenen Fürze angezündet. Keine Angst, dich nicht, dich nicht, dich. Wirklich, die einzigen Familien, die ich damals gegründet habe, waren bei Die Sims. Kann sich noch jemand erinnern? Bei Die Sims. Ich habe schöne Familien gegründet, habe sie glücklich leben lassen und dann habe ich sie alle getötet. Alle in den Pool schwimmen geschickt und dann die Leiter verkauft. Vielen Dank für diesen Applaus. Und jetzt ich, Leute. Weiß die Natur überhaupt, was sie da tut? Aber ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Es verändert sich viel. Mein Körper verändert sich. Ich bin cool damit. Ist cool. Ist alles gut. Ich fühle mich wohl, bis ich Instagram öffne. Instagram sagt auch, du bist schwanger, fühl dich wohl. Embrace your pregnant body. Aber es sagt mir gleichzeitig, bleib fickbar. Stay fuckable. Immer noch. Ich denke, habe ich mal eine Pause in diesem Zustand? Nein. Auch jetzt gibt es Körperideale, die ich erfüllen soll. Ja, ich muss am besten, habe ich gelernt, belly only pregnant soll man sein. Belly only. Nur der Bauch darf dick sein, alles andere muss dünn, dünn, dünn sein. Also am besten, ich sehe aus wie so ein Zahnstocher, der eine Olive aufgepickt hat. Das ist mein neues Körperideal. Vielen Dank. Und wie man das erreicht, sagt mir Instagram natürlich auch, ich soll sehr viel Cardio-Sport machen. Genau, das ist jetzt der Moment, wo ich Bock auf Cardio-Sport habe. Leute, das einzige Cardio, was ich mache, ist Intimrasur. Wisst ihr, wie scheiße anstrengend das geworden ist? Das ist wie, mittlerweile ist es so wie unterm Sofa Staubsaugen, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ich sehe nichts. Kann sein, dass ich was getroffen habe, keine Ahnung. Internet ist jetzt echt anders geworden. Ich habe auch so eine App, die mir jetzt immer sagt, wie groß das Kind gerade ist. Am Anfang mega niedlich. Steht da so, Baby ist so groß jetzt wie ein Heidelbeere. Oh, süß. Dann irgendwann, Baby ist jetzt so groß wie ein Kirsche. Oh, süß. Letztens stand da, Baby ist jetzt so groß wie Ingwer. Okay. Ingwer ist doch immer so, was? Und manchmal stehen da auch Sachen in dieser App, wo ich denke, ey, das will ich nicht wissen. Weißt du, Gott hat das alles innen gemacht. Wir sollen nicht bei allem gucken. So letztens stand da so, der Verdauungstrakt ihres Kindes war bis jetzt eine Schwellung in der Nabelschnur. Aber in den nächsten Tagen wandert das Gedärm ins Innere des Kindes. Was? Was ist das für eine Alien-Scheiße, die da abgeht? Wie, die Gedärme wandern? Entschuldigung. Was ist, wenn die sich verlaufen?
Woher weiß denn der Darm, wo der hin muss? Was ist, wenn der Darm aus Versehen in den Kopf läuft? Was passiert dann? Wählt das Kind dann später AfD? Stell mal vor. Das wäre schrecklich. Aber es ist natürlich krass, dass die Natur sich sowas ausdenkt. Ja, wir machen den Darm erst in der Nabelschnur, dann geben wir den Schmerz. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, man ist ja auch ehrfürchtig. Man denkt, krass, die Natur, was die kann, was der Körper kann, ist Wahnsinn. Wie gut das alles durchdacht ist, der menschliche Körper, wie der aufgebaut ist. Alles ist perfekt durchdacht. Aber bei manchen Sachen denke ich auch, da hätten sie sich auch noch mal hinsetzen können. So, alle Sachen sind nicht super, oder? Zum Beispiel die männliche Sackhaut, diese bouncy Sackhaut, ist es? Das ist, die kann man so lang ziehen. Und das ist eure beste Idee gewesen? Die hättest da keine bessere Lösung? Nee, wir machen das da in diesen Sack und dann hängen wir das draußen hin und dann ist das so bouncy, da wird, glaube ich, gut. Und auch der größte Fail der Natur ist die menschliche Geburt. Ist nämlich gar nicht so geil geplant, wie alle immer sagen. Oh, der Körper ist dafür geschaffen. Nein, gar nicht so gut. Ist eigentlich so ein riesiger Kompromiss. Das Becken von der Frau ist eigentlich viel zu klein. Der Kopf von dem Kind viel zu groß. Passt nicht. Ist wie eine Melone in Pfandautomaten drücken. Passt nicht. Deswegen mega schmerzhafte Stunden für die Frau. Ist nicht easy. Wo man denkt, ey, Evolution, ernsthaft? Ich meine, bis hier ist es doch gut gelaufen. So eine Giraffengeburt zum Beispiel, die läuft super, oder? Das sieht immer easy aus. Ich bin auch wie so eine Giraffe. Die sieht immer so gechillt aus, oder? Giraffengeburt, die geht durch die Steppe, so die chillt ihr Leben. Die geht zum Bäumchen, ein bisschen knabbern hier am Bäumchen, hier ein bisschen knabbern am Bäumchen und dann so, bup! Aus 3 Meter Höhe klatscht so ein Giraffenbaby auf den Boden und die Giraffe so, ja, steh auf, Löwe kommt. So. So fände ich es gut. Das fände ich gut. Aber wir, nein. Stundenlange, schmerzhafte Geburten. Ich weiß auch, warum man sagt Mutter Natur, oder? Klar ist die Natur eine Frau. Und zwar eine richtige Bitch. Kann man sich genau vorstellen, oder? Hey, Mädels, eure Becken sind fertig. Hier, sind ein bisschen eng geworden, sorry. Aber ihr schafft das schon. Ciao. Und wir Frauen so, oh krass, okay, ein bisschen eng, ne? Ja, da werden wohl einige von uns bald draufgehen bei der Geburt. Ja, das stimmt, aber ich habe ausgerechnet, es werden genug überleben, dass die ganze Spezies überlegt. Ciao! Cool! Deswegen finde ich es ja total legitim, wenn man sich bei der Geburt alles an Medikamenten ballert, was der legale Markt hergibt, ja? Deswegen liebe ich es ja auch, wenn man irgendwo so Smalltalk-mäßig über Geburten redet und dann kommt so ein Typ und kackt seine Meinung in die Mitte. Meistens so ein Markus, der da reinkommt und sagt, ja, ich finde es ja wichtig, dass die Frau die Geburt ohne Medikamente erlebt. Das ist wichtig für die Frau und für das Kind, dass sie da ohne Medikamente durchgeht. Ich finde das wichtig. Ich finde das richtig wichtig. Ja, Markus. Und ich finde wichtig, dass du dir eine Ananas in den Arsch schiebst. Das ist mir sehr wichtig. Das ist wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Das hat die Natur so eingerichtet. Seht ihr den Typen auch vor euch? Hat er bei euch auch so eine 3/4-Cargo-Shorts an? Das hat die Natur so eingerichtet. Ja, Markus, deine Erektionsstörung hat die Natur auch so eingerichtet. Da möchtest du bitte auch keine Medikamente nehmen. Das wäre mir auch sehr wichtig. So gemein, ne? Dass man so als Mädel im Leben so aufwächst. Und als Kind habe ich gedacht, Geburt ist easy peasy. Weil die erste Geburt, die ich gesehen habe, war bei Sissy. Kann sich noch jemand erinnern, wie Sissy ihr Kind kriegt? Das erste, der wird so flau, die kippt um, Schnitt, die liegt im Bett, Bettdecke bis hier hoch, sieht wunderschön aus, ihre Haare fallen wie goldene Wasserfälle über die Decke. Klar, kennt man ja, 10 Stunden wehen, hast du geile Haare jedes Mal, normal. Und dann sitzt der Franz auf der Bettkante und sagt, Sissy, es ist ein Mädchen. Und sie, oh nein, zack, Baby da, Geburt fertig. Klar, deswegen sagen so viele Kinder, Mama, wenn ich groß bin, ich will ganz viele Kinder kriegen. Und die Mütter so, ja, kannst du ruhig machen. Mach das.
Und ich weiß noch, irgendwann, ich habe sehr viele Tanten, meine ganzen Tanten haben so ausgepackt über die Geburt. Ja, tut doch ein bisschen weh, ist doch ein bisschen crazy. Und plötzlich haben die ihre Splatter-Geschichten ausgepackt. Wirklich eine schlimmer als die andere, da war alles dabei. Von Dammriss bis Steißlage, alles. Aber gewonnen hat meine Tante Biggie, die sich bei der Geburt meines Cousins das Becken gebrochen hat. Da habe ich gedacht, Alter, warum ist Pussy immer noch ein Schimpfwort für schwache Menschen? Entschuldigung, Pussy, stärkstes Organ, was ich kenne. Wisst ihr, wie stark man pressen muss, damit man sich das eigene fucking Becken bricht? Aber stattdessen sagt man zu Leuten, die so stark sind, sagt man, der oder die hat Eier. Er hat ein paar richtige Eier. Ja? Schon mal gesehen, wie ein Typ einen Ball in die Eier gekriegt hat? Wie der am Quieken ist? Da ist stark. Mhm. Ey, mit einer Pussy, da fängst du den Ball auf und dann schießt du den wieder zurück. Aber ich hab jetzt auch eine neue Tante. Man kriegt ja so mit so einer Schwangerschaft auch neue Tanten dazu. Ich bin jetzt so eine schwäbische Tante und die hat mir so einen Tipp gegeben. Ist auch geil, wie random man so plötzlich so intime Gespräche hat. Alles dreht sich sofort um unten rum. Die hat gesagt, es gibt so ein Öl, das kann man kaufen und da kann man sich so massieren mit einem Öl. Und dann, sie hat zu mir gesagt, man soll richtig, also sie meinte so, kannst richtig nahe, da kannst richtig nahe. Richtige, da nicht sparen, kannst richtig nahe, Schurke, da richtig nahe. Und ich so, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, danke. Ich habe mir das schon besorgt, dieses Öl. Ist gut. Ist gut. Gute Erfahrung gemacht. Jetzt weiß ich, warum meine Tante immer so entspannt ist. Vor allem das Geilste ist, die hat gar keine Kinder. Ich will auch so eine Geburt wie die Giraffe. Ich habe keinen Bock auf diese stundenlangen Schmerzen. Ich nehme mir dieses Öl, dann werde ich einfach jeden Tag, werde ich da massieren. Ich werde es richtig reinschurken, richtig. Und dann werde ich einfach easy peasy Giraffengeburt haben. Ich werde so viel massieren, dass ich Maschine werde bei der Geburt. Ich werde so in den Kreißsaal gehen. Was ist los? Puh. Alles klar, ich bin da, hier das Baby abzugeben. Wo soll's hin? Da, alles klar. Puh. So, fertig. Werde ich mit allen abschlagen. Jawohl, Junge. Wahrscheinlich fühlt man sich auch so wie so eine Maschine, oder? Wenn die Hormone ballern bei der Geburt, dann fühlt sich wie so ein Assi auf Koks. Ja, sieh, was ich geschaffen habe. Ich bin Gott, kniet alle nieder. Kein Wunder, dass Männer jahrtausende lang so eine Angst hatten vor Frauen, oder? Wahrscheinlich gehst du auch zu deinem Typen hin. Du niederes Wesen. Sieh, was ich geschaffen habe. Ich bin ein lebendiger 3D-Drucker. Oben Schnitzelpommes rein, unten Baby raus. Wahrscheinlich wird man total übermütig. Ja, was mache ich als nächstes? Thermomix, ich versuch's. So stelle ich mir die Geburt vor. Köln, Dankeschön, das war's von mir.